Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Willkommen zu dieser kurzen Schiffseinweisung zur Siliwangi T8 Premium Zerstörer der panasiatischen Marine, der jetzt zum Mondneujahrsfest hier ins Spiel kommt. Es ist am Ende ein echtes Schiff, das hat tatsächlich existiert. Und zwar ist es eine Weiterentwicklung der Oknavoy-Klasse nach dem Zweiten Weltkrieg. Also eine Weiterentwicklung von Projekt 30, glaube ich. 1959 wurde dieses Schiff an die indonesische Marine verkauft. Oder diese Schiffe, das waren ja ein paar mehr. Aber viel mehr kann man dazu schon gar nicht sagen. Es wurden viele Sachen so gelassen, ein paar Sachen wurden verändert. Es wurde wohl ein längerer Rumpf eingebaut, um die Seetüchtigkeit zu erhöhen und so eine ganzen Geschichten. Wir wollen also diesen Dampfer jetzt so ein bisschen mit der Oknavoy hier im Spiel vergleichen. Gucken wir uns ganz kurz die Panzerungsanordnung an. Ich blende sie euch quasi gerade ein. Die Bugbeplattung 19 mm, also der ganze Bereich, der unten so ein bisschen grün-gelb schimmert sozusagen, der ist 19 mm, auch hier bei den Decks und so weiter. Die Aufbauten haben 13 mm, während die Türme vorne und hinten jeweils 8 mm Panzerungsstärke haben. Keine Zitadelle vorhanden, das ist nun mal so nice to know. Das sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen. So, und dann geht es schon weiter mit der Überlebensfähigkeit. Wir haben hier im Vergleich zur Oknavoy mehr Trefferpunkte. Wir haben hier 17.200, die Oknavoy hat 16.100 und wir haben hier kein Torpedoschanzverringerung oder ähnliches. Also die Trefferpunkte an sich sind ganz okay für so ein Schiff. Für T8-Stufe ist es in der oberen Hälfte auf jeden Fall mal. Ein bisschen schlechter natürlich als die Deutschen, die ja mehr Trefferpunkte haben als viele DDs auf der Tierstufe. Dann kommen wir schon zur Artillerie und da gibt es Pro und Contra eigentlich ein bisschen gemischt. Wir haben hier die gleichen Geschütze, weitestgehend zumindest, Ladezeit 5 Sekunden, aber dann geht's schon los. Dauer für die 180-Grad-Kehre bei der Oknavoy, ich rede jetzt immer vom ausgebauten Zustand der Oknavoy, also Feuerleitanlage, der Rumpf und die besseren Türme und so weiter. Dann haben wir da bei der Oknavoy nämlich nur 9 Sekunden. Die maximale Streuung ist hier mit 101 Meter horizontal angegeben. Bei den Sprenggranaten haben wir 1900 Alpha-Damage, das ist deckungsgleich mit dem, was auch die Oknavoy hat. Meine geskillte Brandwahrscheinlichkeit beträgt 9% und die Durchschlagskraft der HE-Munition beträgt 21 mm. Ich habe hier kein EVE raufgeskillt, für mich ist der Dampfer hier ganz klar ein Torpedoboot und nicht ein Gunboot. Und wenn man beim Kapitänskill und so weiter in die Torpedos setzen möchte, vernünftig setzen möchte, dann kann man eben Gun eher nicht so skillen. Weiter geht's eigentlich mit der AP-Granate. Die haben hier Standard-Abreihwinkel. Der Sigma beträgt 2,0, nicht nur bei der AP, sondern auch halt bei der AE. Dann gibt's eine Zündverzögerung von 0,01 Sekunde, nachdem ihr 22 mm Panzerung durchschlagen habt. Und dann wird eben der Alpha-Damage von 2500 Trefferpunkten hier ausgeworfen sozusagen. Bei der Oknavoy haben wir sogar 2600 Alpha-Damage, ne? Also da sind wir sogar 100 Punkte schlechter. Allgemein kann man sagen, dass die AP-Granate der Siliwangi allgemein einen Ticken schlechter ist. In der Panzerungsdurchdringung, in der Mündungsgeschwindigkeit, also wir haben hier 870 Meter pro Sekunde bei HE und AP, während die Oknavoy 900 Meter die Sekunde hat. Und auch der ballistische Koeffizient ist ein anderer und damit ist einfach die Panzerungsdurchdringung bzw. die Aufprallenergie nicht so hoch und dadurch durchdringt ihr eben nicht so stark die Panzerung, wie das eben bei der Oknavoy ist. Die Feuerreichweite wiederum ist ziemlich cool mit 12,5 Kilometer. Und dann wollen wir uns ganz kurz nochmal angucken. Ihr könnt ja hier 12 Kilometer weit schießen, ich gehe mal davon aus, dass hier nicht die Feuerreichweite geskillt wird bei vielen, sondern hauptsächlich eben auch wirklich auf Torpedoboot geskillt wird. Wenn wir bei 12 Kilometer bleiben, dann macht die Oknavoy 90 mm Panzerung, während die Siliwangi nur 77 mm durchdringt. Bei 10 Kilometer sind wir bei 103 mm bei der Oknavoy und 90 mm bei der Siliwangi. Und bei 7 Kilometer haben wir 127 bei der Oknavoy und 115 bei der Siliwangi. Das sind jetzt einfach mal die Werte, die ich euch so ein bisschen mitgeben will. Ihr merkt, da sind immer so Diskrepanzen von 10, um die 10, 15 mm drinne, die immer pro Oknavoy sprechen. Ne? Also die AP ist bei der Oknavoy einfach ein bisschen stärker. Dann kommen wir aber zu der nächsten Waffe, die dieser Zerstörer hier mit sich trägt. Das sind nämlich die Torpedos. Und die Oknavoy hat 2x5 Standard-Torpedos und die Siliwangi hier hat 2x5 Tiefwasser-Torpedos. Und das ist doch eine ganz, ganz nette Sache. Aber das hat natürlich auch wieder ein Kontra. Fangen wir erstmal an. Wir haben hier eine Ladezeit von 117,9 Sekunden. So habe ich das geskillt mit der Torpedo-Bewaffnungskompetenz zusammen. Ist das dann möglich? Während die Oknavoy, ich glaube,
92 Sekunden Nachladezeit hat. Höchstschaden 17.933 bei der Siliwangi, 15.100 bei der Oknevoy. 10 Kilometer ist Torpreichweite, das ist bei beiden übrigens gleich. Der Oknevoy-Torpedo geht bei 1,1 Kilometer auf. Hier unser Tiefwassertorpedo natürlich bei 0,8 Kilometer, also weniger Zeit zu reagieren für gegnerische Schiffe und so weiter. Das ist natürlich ein schöner Vorteil. Der Riesennachteil ist halt, wie gesagt, die lange Ladezeit. Und ihr habt noch einen Nachteil, vor allen Dingen im Verhältnis zu diesem Zerstörer, der sich gunmäßig gegen andere Zerstörer eigentlich gar nicht richtig wehren kann. Bei der Oknevoy hat man dann noch Torpedos, auf die auch ein Zerstörer fahren kann. Bei der Siliwangi ist das nicht so. Ihr könnt nur Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger angreifen damit. Und damit fährt ein gegnerischer Zerstörer einfach über eure Torpedos drüber, als ob da nichts gewesen wäre. Aber ein Vorteil haben die Torpedos hier noch. Die schwimmen nämlich 5 Knoten schneller als der Torpedo der Oknevoy. Der ist nämlich bei 56 Knoten, während die Siliwangi hier eben 61 Knoten hat. Die Flugabwehr ist hier grottenschlecht. Wir haben hier nur Mittelstreckenflugabwehr bis 3,5 Kilometer hoch, 106 kontinuierlicher Schaden bei 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Aber die Oknevoy, die ist eben richtig cool. Die hat defensiv Flakfeuer dabei, die hat Kurz-, Mittel-, Langstrecke bis 6 Kilometer hoch, habt auch Explosionen und all so einen ganzen Kram. Auf jeden Fall ist sie im Verhältnis zur Siliwangi Lichtjahre voraus, kann man bald schon sagen. Kann man sie also hier drauf nicht verlassen. Fahrt also mit eurem Dampfer nicht alleine, bleibt beim Team. Ist sowieso tendenziell eher ein Support-DD. Ne? Also nicht so eine ganz einfache Einzelgeschichte. Habt immer einen Kreuzer, ein Schlachtschiff irgendwie in Kombination mit dabei oder zwei Kreuzer oder was auch immer. Oder ihr fahrt mit einem anderen DD zusammen. Das geht übrigens auch ganz gut. Da können wir dann gleich nochmal drauf eingehen, wenn es um Nebel und so eine Sachen geht. Ja, und dann kommen wir schon zur Manövrierbarkeit. 38,3 Knoten, das ist hier schon mit der Sierra Mike-Flagge geskillt. In Wirklichkeit habt ihr 36,5, da ist ein halben Knoten langsamer als die Oknevoy. Wendekreis 660 Meter, ist 50 Meter größer. Und bei der Ruderstellzeit haben wir 4 Sekunden, das ist 0,8 Sekunden schneller als bei der Oknevoy. Also ihr merkt, das wetzelt sie immer wieder so ein bisschen ab. Ne? Erkennbarkeit zu Wasser 5,9. Die Oknevoy kommt auf 6,05, ja, im besten Fall. Das heißt, wir haben hier einen ganz kleinen Vorteil. Allgemein finde ich aber die Entdeckbarkeit des Schiffes ein bisschen einen Ticken zu hoch, dafür, dass wir uns nicht vernünftig wehren können. Das sollte meiner Meinung nach irgendwo bei 5,7 oder sowas liegen. Mein persönliches Empfinden ist für jeden natürlich freigestellt, was er davon hält. Erkennbarkeit zur Luft 2,8 Kilometer. Und die Erkennbarkeit nach dem Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel 2,9. Das ist dann weitestgehend deckungsgleich. Ich glaube, die Oknevoy ist bei der Erkennbarkeit zur Luft sogar ein Ticken besser als das, was die Siliwangi hier mit sich bringt. Schauen wir uns kurz die Verbrauchsmaterialien an. Wir haben hier insgesamt nur 3, während die Oknevoy sogar 4 hat. Ne? Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam 1 und 2. Unbegrenzt häufig verfügbar, relativ schnell wieder aufgeladen. Ich habe hier 36,1 Sekunden beim Premium. Verbrauchsmaterial würde ich euch sowieso wieder empfehlen. Es ist ein Premium-Schiff, also auf jeden Fall die Premium-Verbrauchsmaterialien einsetzen. Dann haben wir in Slot 2 den Nebelerzeuger. Auch da dringend an Premium denken. Die Wirkungsdauer sind 30 Sekunden, also 30 Sekunden lang wird der Nebel ausgeworfen. Die Dauer der Nebelwand beträgt 70 Sekunden. Das ist übrigens bei der Oknevoy 89 Sekunden. Und die Ladezeit beträgt hier nur 90,25 Sekunden in meiner Skillung. Bei der Oknevoy ist das schlechter, viel schlechter sogar. Ich glaube sogar das Doppelte oder na fast das Doppelte. 160 Sekunden ungeskillt sind es durch bei der Oknevoy und ihr habt da nur 3 Aufladungen, während ihr hier sogar 5 Aufladungen vom Nebelerzeuger habt. Also das ist wieder so eine Tendenz in Richtung, sag mal, britischer Nebel. Ne? Kürzere Stehzeit, aber schnellere Nachladezeit, so eine Sachen. Das finde ich eigentlich relativ passend zu diesem DD, weil ihr schneller mal in solche Gefechte kommt, wo euch ein DD jagt und dann müsst ihr eben zusehen, wie könnt ihr den Vorteil nutzen. Ihr habt zu wenig Guns, ihr habt eine langsame Turmdrehzeit und ja, allgemein schwer zu bekämpfen, vor allen Dingen, wenn der euch jagt, dann hat der nach vorne in der Regel 2 Geschütztürme und ihr habt nach hinten nur einen, der hat 4 Rohre, ihr habt vielleicht 2 möglicherweise und das ist allgemein, seid ihr eher unterlegen. Also nehmt ihr den Nebel, ja, legt den Nebel und schmeißt dann euer Hydro an. Denn der Hydro, was ihr hier habt, geht 5,5 Kilometer weit mit der Aufklärung von Schiffen. Und dann habt ihr bis zu diesen 2,9 Kilometern, wo ihr ja im Nebel erkennbar seid, einen Speckgürtel von 2,6 Kilometern. Und könnt dann halt in der Zeit die Zeit nutzen und den gegnerischen DD runterballern. Also zumindest zur Hälfte oder wie auch immer. Das ist halt hoffentlich das Glück, was ihr habt. Denn wenn der gegnerische DD Radar, Nebel hat, Radar oder Hydro hat, oder der oder da noch ein gegnerischer Kreuzer in der Nähe ist, euch aufklärt, dann seid ihr Asche. Ist einfach so. Dieses Szenario, was ich euch gerade geschildert habe, ist das einzige, wie ihr euch sinnvoll gegen einen gut bewaffneten DD wehren könnt, der weiß, was er tut.
Ja, ihr gibt natürlich immer mal wieder das Glück, dass man vielleicht jemanden hat als Gegner, der gerade noch nicht so viel Erfahrung in World of Warships hat und dann sich relativ leicht rausnehmen lässt möglicherweise oder mit dem Schiff noch nicht so viel anfangen kann, die Stärken oder Schwächen nicht so richtig kennt, ne? Allgemein, das Hydro hat hier 3,75 Kilometer von Torpedos und 5,5 von Schiffen. 108 Sekunden beträgt die Ladezeit und ihr habt eben 3 Aufladungen. Die Aufladung könnt ihr sogar nochmal einen hochstacken, wenn ihr Inspekteur skillen würdet. Das habe ich hier nämlich nicht gemacht. Bei den Verbesserungen, da gehen wir ganz schnell durch. Da haben wir Hauptbewaffnungsmodifikation 1 vorne drin. Ausfall der Torpedowerfer und Hauptbatterie reduziert, Überlebensfähigkeit erhöht. Antriebsmodifikation 1 in Slot 2. Ich möchte, dass mein Antrieb länger überlebt. In Slot 3 Zielsystemmodifikation, genauere Schießen. Also die horizontale Steuerung ist geringer. Und der Torpedowerfer dreht sich schneller, 20%. In Slot 4 habe ich hier die Antriebsmodifikation drin. Wir haben 4 Sekunden Ruderstellzeit. Ich möchte eigentlich schneller aus dem Nebel rausfahren können oder hinter Inseln vorfahren können, um meine Torpedos einzusetzen. Liegt mir einfach besser. Und in Slot 5 habe ich hier die Tarnsystemmodifikation, damit ihr eben weiter weniger weit erkennbar seid und die Streuung der Gegnergranaten um 5% erhöht wird. Dann geht es weiter zu Äußeres. Wir haben hier natürlich Signale dabei. In der ersten Reihe, ganz oben, habe ich India X-Ray, Victor Lima und Juliet Whisky Una One drin für mehr Brandwahrscheinlichkeit und mehr Flutungswahrscheinlichkeit, wenn eure Torpedos treffen. Und in der zweiten Reihe habe ich dann November Foxtrot, schnellere Nachladen der Verbrauchsmaterialien drin, Sierra Mike, mehr Höchstgeschwindigkeit für euer Schiff und dann noch Juliet Charlie. Beseitigt ihr komplett das Risiko einer Magazindetonation auf ihrem Schiff. Ne? Ihr habt eine relativ dünne Panzerung, kommt schneller mal vor vielleicht. Deswegen haben wir hier Juliet Charlie drin. Und die restlichen Flaggen könnt ihr in ökonomische Flaggen dann setzen oder die Signale. Ne? Dann gibt es zu dem Dampfer 2 verschiedene Tarnungen. Einmal die Typ 10 Tarnung, Standardwert für T8. Erkennbarkeit zu Wasser 3% reduziert. Streuung der Granaten, die vom Gegner auf ihr Schiff abgefeuert wird, plus 4%. Schiffswartungskosten 10% reduziert. Und EP je Gefecht um 50% erhöht. Und dann gibt es noch eine Mond-Neujahrs-Seliwangi-Tarnung. Die hat genau die gleichen Werte, sieht bloß anders aus. Und dann kommen wir zum Kapitän. Ich habe mir einen Kapitän in der ersten Reihe folgende Skills verpasst. Einmal vorrangiges Ziel. Ich möchte gerne wissen, wie oft ich aufgeschaltet werde. In dem zweiten Bereich dann hier die präventive Maßnahmen. Dann sind schon mal 2 Punkte weg, ne? Also das Risiko für Ausfall des Motors, des Steuergetriebes oder Torpedowerfer einfach reduziert. Auch für die Türme ist das Ausfallrisiko reduziert. In Reihe 2 habe ich dann von rechts nach links mit letzter Anstrengung ganz Pflichtskill für jeden DD, also für 99,9% zumindest. Dann haben wir hier Adrenalinrausch, gibt mir die Möglichkeit, die Torpedo-Nachladezeit weiter zu reduzieren, wenn ich Schaden nehme, also von einem DD gejagt wurde und der möglicherweise von jemand anders abgeschossen wurde oder wie auch immer. Und dann gibt es noch in der Reihe 2 die Tausendsasser-Skillung natürlich, damit alle Verbrauchsmaterialien 5% schneller da sind. In Verbindung mit der Signalflagge, die wir vorne schon hatten, sind wir dann bei 10%. In Reihe 3 die Torpedo-Bewaffnungskompetenz, um die Ladezeit der Torpedowerfer um 10% zu erhöhen. Und in der Reihe 4 habe ich mich hier für Tarnungsmeister entschieden und für Funkortung, die halte ich hier für ganz, ganz wichtig, um mich entsprechend zu positionieren bei generischen DDs in der Nähe. So eine Sachen kann man dann in Verbindung mit der Minimap natürlich ganz gut auslesen. Man kann hier auch ein bisschen anders skillen. Logischerweise ist ja nur ein Skill-Vorschlag. Man könnte den 1000 Sasser, den ich geskillt habe, auch auf Elite-Schütze setzen. Dann kommt man auf 14,8 Sekunden Turmdrehzeit. Oder man nimmt hier oben eben noch vorrangiges Ziel weg und vielleicht auch Adrenalinrausch weg und geht dann hier noch auf Experte der Lebensfähigkeit, um mehr Trefferpunkte zu bekommen. 8x350 Trefferpunkte gibt es dann dazu. Das kann auch sinnvoll sein, aber mein Ziel ist es eigentlich gar nicht, entdeckt zu werden. Ja, das ist eigentlich so der Sinn bei der ganzen Geschichte. Wenn man entdeckt ist, dann muss man halt auch abschätzen können, wie häufig man aufgeschaltet wird. Und darum habe ich dann vorrangiges Ziel eben drin. Das ist eher so, naja, ein sekundärer Skill, sage ich jetzt einfach mal. Gut, das war das, was ich zum Kapitän so an Gedankengängen habe. Kommen wir kurz zum Fazit. Als Pro für dieses Schiff würde ich sagen, Trefferpunkte, ja, relativ viel, auch im Vergleich zu anderen T8-Schiffen, nicht nur zu Ognevoy, sondern auch wenn wir jetzt Zero Young nehmen zum Beispiel und so weiter, die haben ja relativ viele Trefferpunkte. Hydroakustik ist sicherlich eine Erwähnung wert, ist relativ weit und cool zu machen, cool zu nutzen. Anzahl der Ladungen. Allgemein, Anzahl der Ladung ist ziemlich cool und die verhältnismäßig geringe Abklingzeit im Verhältnis zu anderen Schiffen. Die Artilleriereichweite hier mit 12,5 Kilometer ist anständig.
Und wir haben hohen Alpha-Damage, HE und AP. Das sind auch noch Punkte, die ich als positiv herausstellen möchte. Als negativ möchte ich herausstellen, wir sind eigentlich ein DD, der sich kaum vernünftig gegen andere DDs wehren kann. Nur in diesem einen Szenario, was ich genannt habe, oder dass ihr den Lockvogel spielt und andere drauf schießen, so eine Sachen, ne? Aber dann müsst ihr in der Divi fahren, damit das vernünftig funktioniert. Dafür fehlt mir einfach Motorboost. Ihr könnt euch nicht auf so Fahrensituationen relativ schnell wieder zurückziehen. Das ist irgendwie so, schon mal so für mich so eine dramatische Sache. Oder eben eine Reparaturmannschaft, um einfach nochmal ein bisschen Spielraum zu haben, finde ich. Irgendwas fehlt dem DD. Entweder Motorbus oder Reparaturmannschaft, finde ich persönlich, ist einfach so eine Sache. Dann haben wir relativ langsam drehende Türme. Das finde ich auch ist ein Riesenproblem. Wir haben relativ wenige Türme allgemein. Dann haben wir eine lange Torpedo-Nachladezeit. Ja, mit 140 Sekunden Stock und 117 Sekunden geskillt. Wow. Gibt es durchaus mal so eine Zeit, wo man sagt, oh, was soll ich jetzt hier eigentlich noch machen in dem Spiel? Man kann eigentlich dann nur aufklären oder sich anders positionieren und so weiter. Ja? Und die relativ kurze Reichweite. Ja, die Orknova wird auch nur 10 Kilometer, aber wir müssen mal gucken, in welches Spiel kommen wir denn? Wir kommen in T6, 7, 8, 9 und 10. Das heißt also, ihr kommt durchaus öfter mal in Spiele, wo Radar bis 12 Kilometer dabei ist oder sogar bis 10 Kilometer, ja. Bis 10 Kilometer ist vielleicht gerade noch so verschmerzbar, wenn man so die Sache hat, die man da reinwirft und das Schiff möglicherweise in eine Richtung, entgegenkommt. Aber die 12 Kilometer Radar, ihr müsst definitiv in die Radar-Range fahren, wenn Radarschiffe dabei sind, um eure Torpedos sinnvoll ins Ziel zu bringen. Und das ist was, was mich stört. Ich würde sagen, 12 Kilometer wäre hier ein cooler Wert gewesen, ja. Und dann haben wir relativ schlechte AP, ja. Also im Vergleich zur Ocknevoy, weil die Ocknevoy eben 100 Alpha Damage mehr hat und eine höhere Penetration hat. Ja, das ist hier bei der Siliwangi eben nicht der Fall und darum habe ich das hier auf den negativen Teil geschrieben. Allgemein finde ich den Dampfer jetzt nicht so super prickelnd. Auf der anderen Seite habe ich die Ocknevoy halt auch noch nicht als Forschungsschiff richtig intensiv gespielt. Wer die Ocknevoy mag, ist mit dem Dampfer sicherlich gar nicht so schlecht beraten, weil er mal einen anderen Spielstil hat. Wenn er möglicherweise aus irgendeinem Container ziehen kann oder so. Ich weiß nicht genau, wie dieses Schiff ins Spiel kommt. Zumindest jetzt nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ja, das muss dann jeder für sich selber wissen, ob er auf so eine Idee steht. Ist ja eine gewisse Herausforderung. Ja, also, es gibt ja durchaus auch mal Situationen, wo man Herausforderungen liebt. Und andernfalls würde ich auf diesen DD verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ihn jetzt nicht so super sportlich und dynamisch, dass ich sagen würde, ja, ich habe darauf voll Bock. In dem Sinne, ich hoffe, dass euch die Schiffseinweisung gefallen hat. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Gerne auch weiterempfehlen an Freunde, die uns vielleicht noch nicht kennen. Und in dem Sinne, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und dann schöne Grüße vom Seagrouts-Team und von mir. Haut rein, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Bis dann, ciao, ciao.